Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was man unter dem Monotonieverhalten einer Funktion versteht und was man unter der ersten und zweiten Ableitung einer Funktion versteht und wie man diese ermittelt. Unser Ziel für dieses Video ist es, grafisch zu differenzieren. Das heißt, wir betrachten den Graphen einer Funktion und wollen durch genaueres Betrachten und Analysieren die erste und den Graphen der ersten und zweiten Ableitung dieser Funktion ermitteln. Und dazu haben wir am nächsten Fenster des Arbeitsblattes folgende Aufgabenstellung. Zunächst sollen wir hier oben zwei Lücken im Text ausfüllen. Versuch das zunächst bitte alleine und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir über die Lösung sprechen. Gut, hier steht, das Monotonieverhalten der Funktion f kann mit Hilfe des Vorzeichens von hier ist die Lücke, untersucht werden. Naja, das Monotonieverhalten von f kann mit Hilfe des Vorzeichens von f' untersucht werden. Das heißt, wenn wir aufgrund vom Vorzeichen von f' können wir da auf das Monotonieverhalten von f schließen. Wenn nämlich f' ein negatives Vorzeichen hat, dann ist die Funktion f fallend, und wenn f' positiv ist, also plus als Vorzeichen, dann ist f steigend. Und nun, hier in der nächsten Zeile, das Monotonieverhalten von f' kann mit Hilfe des Vorzeichens von f2' untersucht werden, also mit Hilfe des Vorzeichens der zweiten Ableitung. Hier sieht man schon, dass natürlich die Logik von f' auf f bzw. f2' und f' genau die gleiche ist. Wenn wir das Vorzeichen von f2' untersuchen, dann gibt uns das Ausschluss auf das Monotonieverhalten von f'. Nun, im nächsten Punkt, also im Punkt 1, sollen wir nun den Graphen der quadratischen Funktion f' skizzieren. Warum wissen wir, dass es eine quadratische Funktion, also dass f' eine quadratische Funktion sein muss? Weil die Funktion f eine kubische Funktion ist, wie hier oben steht. Das heißt, dazu, um den Graphen der quadratischen Funktion f' zu skizzieren, sollen wir uns zunächst überlegen, wo die Nullstellen von f' sind und wo die Scheitelstelle ist. Und ist die Parabel nach oben oder nach unten geöffnet? Versuch das zunächst wieder selbstständig und pausiere dazu erneut das Video. Gut, überlegen wir uns zunächst, wo die Nullstellen unserer quadratischen Funktion f' sind. Wenn wir den Graphen der Funktion f betrachten, dann sehen wir zwei Extremstellen, nämlich eine bei minus 2 und eine bei x ist gleich 4. Und bei diesen beiden Extremstellen ist die Steigung der Funktion f gleich 0 und das Monotonieverhalten ändert sich an diesen beiden Stellen. Also bei minus 2 ändert die Funktion ihr Monotonieverhalten von steigend auf fallend, und bei 4 ändert die Funktion ihr Monotonieverhalten von fallend auf steigend. Das heißt, an beiden diesen Stellen ist die Steigung von f gleich 0. Das heißt, die erste Ableitung verschwindet an diesen beiden Stellen. Das heißt, der Wert von f' bei minus 2 ist gleich 0 und bei 4 ist gleich 0. Nun wissen wir, dass die Funktion f' links von minus 2 positiv sein muss und rechts von 4 ebenfalls wieder positiv, weil links von minus 2 ist unsere Funktion f steigend und rechts von 4, also rechts von x ist gleich 4, ist sie wieder steigend. Das heißt, wir können darauf schließen, dass die Parabel nach oben geöffnet ist. Nun müssen wir noch die Scheitelstelle herausfinden, und zwar wenn wir die Funktion f betrachten, dann erkennen wir an der Stelle x ist gleich 1, dass dort unsere Steigung minimal ist. Das heißt, die Steigung ist dort extrem, dort geht es am stärksten nach unten. Das heißt, wir können unsere Scheitelstelle bei
x ist gleich 1, also die Scheitelstelle von f' bei x ist gleich 1 finden, da die Funktion f dort eine extreme Steigung hat. Also bei x ist gleich 1 ist die Steigung von f minimal. Wenn wir nun unsere quadratische Funktion f' skizzieren, dann erhalten wir ungefähr diese Parabel. Im nächsten Punkt sollen wir nun den Graphen der linearen Funktion f2' skizzieren. Warum wissen wir hier wieder, dass es eine lineare Funktion sein soll? Weil natürlich f' eine quadratische Funktion hat und der Grad der Funktion nimmt bei jeder Ableitung um 1 ab. Versuch das zunächst wieder alleine und pausiere dazu erneut das Video. Gut, wenn wir unsere Funktion f' nun betrachten, also die Parabel f', dann erkennen wir, dass diese eine Extremstelle bei x ist gleich 2 hat, bei x ist gleich 1 hat. Das heißt, dort ändert die Funktion ihr Monotonieverhalten von fallend auf steigend und somit ist die Steigung an der Stelle x ist gleich 1 gleich 0. Und aus diesem Grund können wir erkennen, dass f2' bei x ist gleich 1 eine Nullstelle haben muss. Links von x ist gleich 1 ist f' nun fallend, das heißt f2' muss negativ sein. Und rechts von x ist gleich 1 ist f' steigend, das heißt f2' muss positiv sein. Wenn wir nun unsere lineare Funktion einzeichnen, also links von 1 ist sie negativ, also unterhalb der x-Achse und rechts von 1 positiv, also oberhalb der x-Achse, dann erhalten wir circa diesen Funktionsgraphen. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.